Gehören Sie zusammen? Dann kommen Sie gleich mit. Gut, gleich mit da vorne. Stellen Sie sich bitte an den Baum dort. Da ran, direkt ran. Und Biggie und Goliath passen auf Sie auf. Andersrum. So, andersrum. Doch, doch, das geht. Wunderbar. Einfach stehen bleiben. So, guten Abend und willkommen bei Halligalli. Die beiden passen auf, um genau zu nicht fesseln, nur aufpassen. Übertreibt immer so maßlos. Vielleicht haben Sie einen Freund oder einen Gatten oder so ähnlich dabei. Gehören Sie dazu? Kommen Sie zu mir. Hallo? Hallo? Wie ist Ihr Name? Klaus. Klaus und weiter? Wollleitner. Was? Klaus, Wollleitner. Okay. Klaus, ja. Haben Sie schon geahnt, um was es geht? Nein. Es ist das Schweizer Nationaldrama Wilhelm Tell in einer sehr eigenen Halligalli-Version. Das ist in dem Fall halt nicht Ihr Sohn, sondern Ihre Frau, Freundin, was ist es? Frau. Frau, richtig, ja. Frau. Ja. Versuchen Sie, sie zu befreien. Ja, ich hoffe es. Wilhelm Tell heißt, wir brauchen was für eine Waffe? Eine Armbrust. Eine Armbrust. Es ist eine moderne Version, deshalb eine moderne Armbrust. Natürlich. Na ja, gut. Das ist keine Armbrust. Nein. Schweiz. Das Schweizer Nationaldrama. Deshalb auch diese Schweizer Flagge dazu. Die bekommen Sie auch noch. Fest in die Hand gedrückt und zwar rechts. Nicht abziehen bitte, ganz wichtig, noch nicht. Geben Sie aber schon mal den Finger an den Abzug. Das ist der Abzug, genau. Halten Sie es bitte genau in dem Winkel, denn nur dann fliegt das Tuch im hohen Bogen direkt hinein in den Apfel. Denn Sie bekommen den Apfel auf, das gehört einfach dazu beim Schweizer Nationaldrama. So, wunderbar, genau so muss das sein. Im hohen Bogen fliegt es dann und Sie drücken bitte erst ab, wenn ich sage. Wenn ich sage jetzt, vorher nicht. Ich rede viel Zeug, aber wenn ich jetzt sage, dann drücken Sie ab, ja? Es ist geladen wie bei einer Armbrust, oben aufgelegt. Und es wird sehr laut, von daher brauche ich bitte ein paar Ohrenschütze. Danke. Die Ohrenschütze, zwei Stück davon, danke sehr. In grün, passt wunderbar. So, die kommen in den Apfel hinein. Können Sie mich jetzt noch hören? Kaum noch, nicht wahr? Es ist sehr, sehr leise geworden, ja? Gut. Ich wiederhole noch einmal, was passiert. Also Sie schießen mit dem Tuch im hohen Bogen, nicht direkt auf den Apfel ziehen, sondern im hohen Bogen, direkt hier in den Apfel. Er zielt mit dem Tuch im hohen Bogen auf den Apfel, ja? Und wenn Sie dann den Apfel treffen, dann ist sie befreit. Wenn er trifft, sind Sie frei. Wenn nicht, wenn nicht. Gut, ich wiederhole kurz, was passiert. Die Pistole, die Fahne, der Apfel, der Schuss. Ja! Schöner Schuss, ohne zu üben, ganz klasse. Sie bekommen von uns einen kleinen Preis, damit Sie in solchen Situationen cool und ruhig bleiben, was ganz gesund ist, nämlich Schweizer Äpfel, ein ganzer Korb voll. Das sind Preise, wie sie Halligalli geschrieben hat. Und Sie bekommen nicht nur die Äpfel, sondern sogar eine Reise in das Land, in dem die Schweizer Äpfel blühen. Was meinen Sie, wo Sie hinfahren? Gute Frage, ne? Ich gebe Ihnen einen Tipp. Schweiz, Österreich oder Deutschland? Schweiz. Schweiz ist korrekt. Und da kommt die Reise in die Schweiz. Eine Woche lang im Waldhotel National. In Arosa in der Schweiz, mitten im Land gelegen. Sie können richtig entspannen und kommen plötzlich und überraschend dazu, ohne sowas geahnt zu haben. Ne? Gebe ich ein Stichwort. Freuen Sie sich jetzt. Danke, dass Sie da waren. Wie sie sich lieben, die Menschen. Es ist so schön zu sehen, wie sie sich lieben. Es
Stan George. Immer wieder taucht er auf bei Halligalli. Er war diesmal in der Umkleide und dann auch in der Damenumkleide. Stellen Sie sich also vor, eine Dame zieht sich um und er fährt mit einer anderen Umkleidekabine direkt vor den Ausgang. Sie also öffnet den Vorhang und trifft auf Stan George. Vorhang auf. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? So, Entschuldigung. Und da ist die Kamera. Wir haben umgebaut inzwischen. Jemanden vorstellen, den ich bereits kenne, Sie aber noch nicht. Und der hier sitzt da. Darf ich da mal durch? Vielleicht schon können Sie ein bisschen aufrücken, dann kann ich mich daneben setzen. Nämlich hier. Dankeschön. Neben Heini Geitel. Steht wirklich in Ihrem Pass Heini? Ja. Gut. Sie sind vom Beruf Feuerwehrmann? Ja. Und haben gelernt, aus wie vielen Metern zu springen? 18 Meter. 18 Meter. Können Sie sich denken, was da passiert? Der Mann hat im geheimen Training bei Halligalli gelernt, als Stuntman zu arbeiten. Wir stellen Sie erst mal vor, privat. Wir haben einen kleinen Film und danach, wie Sie gelernt haben. Gucken wir mal rein, da oben läuft er. Das beeindruckt dann doch. Haben Sie als Kind schon so eigenartige Sachen gemacht, so von der Treppe gestürzt oder so? Ja, wenn dann nur aus Versehen. Also nicht mit Absicht? Nein, wirklich. Das heißt, Ihre Frau hat Ihnen sowas definitiv nicht zugetraut? Überhaupt nicht. Mhm. Sie haben es dann einfach geheim trainiert, sie wusste nichts davon. Nein. Und hat entsprechend überrascht geguckt. Denn wir haben Sie als Komparsin in einem Krimi eingesetzt, in dem dann der Stuntman ausgefallen ist und Heini ist einfach spontan eingesprungen. Was war das Schwerste für Sie? Ich glaube, für mich persönlich der schwierigste Augenblick war der, wo ich oben gestanden bin und ein Teil des Fußes hat drüber geschaut und dann... Ja, dann war nichts mehr. Das Gefühl, wie die meisten Leute beim 10-Meter-Turm schon sagen, nee, da springe ich nicht. Ja, da würde ich auch nicht springen. Nee? Ins Wasser? Da ist auch Wasser drunter. Na, da würde ich nicht springen. Niemals? Nein. Aber ins Sprungkissen? Na, das ist was anderes. Gut. Das ist sicher. Wir können ja mal reingucken. Ihre Frau wusste das nicht, dass das sicher ist. Sie wusste auch nicht, dass Sie es gelernt haben. Und wir haben Sie in die Rolle einer Prostituierten gezwängt in dem Film. Sorry. Die arme Dame, ja, aber sie hat es geschafft. Also den Text hat sie weiterhin durchgezogen. Hier ist der Film. Beruhigen Sie sich. Was haben Sie gesehen? Danke. Ganz toll. Hast du das öfter schon mal gemacht? Nein. Finde ich toll. Machst du ganz... machst du prima, Bernd. Ganz toll. Wo ist der Mac? Mackie! Mac, warte nochmal mit dem Mac, bitte. Lieber Mackie. Toller Schanken ist. Hallo. Okay. Und lass dir schnell sagen, was jetzt kommt, weißt du? Jetzt übergibt er ihr die Waffe. Sie zielt, legt an und dann... Schuss. Da oben, wo der Punkt ist, da möchte ich es gerne haben, lieber. Von oben kann man nicht springen momentan. Das ist unmöglich. Habe ich auch dem Thomas gesagt, das steht auch im Drehbuch so, dass man bei Nacht nicht springen kann aus 16 Meter, ist unmöglich. Das ist das Kissen nicht. Das Kissen ist kaputt. Normalerweise geht das Kissen ist kaputt. Man kann momentan nicht mal aus 3 Meter reinspringen. Das ist unmöglich. Man kann nicht. Ich würde es gerne tun. Ich kann es nicht tun. Gibt es denn einen, der sowas macht? Gibt es einen in Deutschland, den wir noch schnell anrufen? Du. Komm mal zu mir. Alle jetzt. Das Kissen ist nicht möglich, momentan reinzuspringen. Das geht nicht. Du? Du brauchst es halt nicht zu machen. Du, von oben runterspringen. Du, ich brauch dich noch, ich mag keine Witze im Rente. Also, nur eine kleine Sache, das ist nicht schlimm. Da gehst du hoch und die begleiten dich auch und helfen dir dann so einen kleinen Sprünglein zu machen. Kleines Sprünglein. Du, überlegst dir mal, ja? Einen Augenblick mal. Ja. Weißt du, wie weit? Das macht nicht mehr der Stand, wenn der Dienst abfällt. Du, wenn dir was passiert. Du bist ziemlich hoch. Ich könnte dir da gar nichts sagen, wenn du hin bist. Wollen wir es versuchen, Kinderchen? Versuchen wir es mal, Kinderchen. Dann gehen wir, oder? Ja, Brüchen. Komm. Das finde ich nicht so gut. Brauchst du nicht aufgeregt sein? Das finde ich nicht so gut. Was ist, wenn er hin ist? Machst du dir Sorgen? Ja, sicher. Drücken wir die Daumen, ja? Gut, Liebes. Schön. Du, können wir wieder. Seid ihr soweit? Alle auf Position. Ton ab. Kamera ab. 14, 2, die dritte. Und bitte. Ja,
Der Gauner, ja, der stürzt ja runter. Der Schütze aber, der bleibt munter. Danke, ihr Lieben. Ach, das war schön, du. Wunderbar, Bärbelchen, ihr wart großartig. Jetzt will ich aber wissen, ob er noch... Okay, alles klar. Okay. Da ist er ganz schön die Murke gegangen. Müssen Sie jetzt gefährlichere Einsätze fahren? Bei der Feuerwehr? Nicht unbedingt. Nicht. Aber sie wird sie garantiert nie wieder fahren lassen. Hier ist sie, Bärbel Geitel. Sie haben mir doch eine sehr souveräne Figur gemacht. Dafür, dass Sie vorher nie was mit Fernsehen zu tun hatten. Text kam, astrein, kein Problem. Aber das Beste fand ich, wie Sie immer so zugeraunt sind. Das garantiert keiner merkt. So, hey, das kann ja auf, lass sein. Nee, warum hat er sich denn nicht beeinflussen lassen? Wo waren Ihre Gedanken da? Also, mir ist da so sehr viel durch den Kopf gegangen. Ich war total verwirrt. Als erstes, er wird nicht springen. Weil er ist eigentlich ein Sicherheitsfanatiker. Und das Zweite, es werden doch nicht 25 Leute da zuschauen, wie er sich das Genick bricht, wenn er da oben runterspringt. Oder sie werfen eine Puppe. Ich wusste eigentlich gar nicht mehr, was da wirklich abläuft. Und Sie haben auch diesen Regisseur total als solchen akzeptiert? Nein, der war übertrieben in seiner ganzen Art. Da Bärbelchen hier und Bärbelchen da, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube bestimmt, dass das im Allgemeinen wesentlich sachlicher abläuft. Oh, es gibt solche, doch. Ja. Ich will keine Namen nennen. Wir haben für Sie eine kleine Überraschung. Davon wissen Sie ja nur noch gar nichts. Aber wir haben uns gedacht, wenn Sie schon als Stuntman eigentlich jetzt arbeiten könnten und damit Sie es auch mal richtig genießen können, schicken wir Sie nach Rom mit Kreuzer. Und zwar zu einem langen Wochenende. Sie fliegen mit der Alitalia. Und es gibt dort in Rom eine Cinecittà-Filmstadt. Die haben normalerweise keine Führungen, aber für Sie gibt es eine Sonderführung, damit Sie das mal alles nochmal hautnah beobachten können. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und sage einfach, freuen Sie sich jetzt. Sie haben mehr gelitten, Sie fahren zusammen, ja? Gehen Sie wieder an den Platz, da oben wird noch genügend Platz frei sein. Wünsche Ihnen noch viel Spaß und wir sehen uns nachher noch auf ein kleines alkoholfreies Bier. Gucken wir mal, was wir hier noch so an Menschen finden, die gern freiwillig mitspielen würden. Kaufen Sie gerne ein? Nein. Nicht so gerne? Nee. Klauen Sie manchmal in der Supermarktkasse? Nie. Nie? Nicht? Haben Sie Kinder? Nein. Sie? Nein. Auch nicht. Schauen Sie mal an. Was ist denn mit Ihnen? Kaufen Sie gern ein? Schon. Ich habe eine Dame gefunden, die gerne einkauft. Würden Sie gern mitspielen? Wie heißen Sie denn erstmal? Elke Eichenfeld. Gut, damit hat sich die erste Frage eigentlich erübrigt. Elke was? Eichenseer. Elke Eichenseer, Sie spielen mit? Ein Einkaufsspiel. Haben Sie schon mal Kaugummi geklaut an der Kasse so? Auch nicht. Die Menschen tun immer alle so ehrlich im Fernsehen. Das ist so eigenartig. Ein Einkaufsspiel. Können Sie Memory spielen? Kennen Sie Memory? Ja. Gut, wir möchten mit Ihnen Memory spielen. Sie brauchen kein Geld, sondern nur ein bisschen Grips und Erinnerungsvermögen einzusetzen. Wir haben Tafeln mit Produkten drauf. Und die Tafeln werden umgedreht. Und wer kann das besser tun als die Tafelumdreherin überhaupt im deutschen Fernsehen? Vom Glücksrad Maren Gilzer. Maren Gilzer ist heute meine Assistentin. Desimo, ich bin deine Assistentin. Heute nicht, ja? Danke. Tschüss. Und Maren Gilzer, ich bin sehr froh, dass Sie hier und heute in der Sendung sind. Ich auch. Ja, sie ist jetzt vielleicht ein bisschen sauer. Ja, doch, es ist ja nun bei Ihnen eigentlich so, Sie reden ja im Glücksrad nicht so viel. Ne? Eigentlich sind Sie sehr pantomimisch dabei, quasi so fürs deutsche Fernsehen die Marcel Masseuse, wenn man so will. Ne? Aber es ist immer positiv, mit Lächeln und mit Daumendrücken, mit Klatschen. Können Sie auch mal negativ Pantomime machen? Seien Sie doch mal wütend.
Nein, das mache ich grundsätzlich nicht. Gar nicht? Nein, ich bin nicht wütend, ich bin immer sehr ausgeglichen. Ehrlich? Ich liebe die Menschen. Ich liebe das Publikum und das Glücksrad. Oh nein. Ich mache keine negativen. Das Glücksrad ist Ihr Leben. Nein, nicht nur mein Leben, aber ein großer Teil und ein wichtiger das Teil ist meines sogar Lebens. Noch mehr als das Leben quasi. Maren Gilzer dreht diese Tafeln und es sind insgesamt 9 Tafeln, das heißt, Sie können sich schon ausrechnen, das ist eine ungerade Zahl, also es gibt einen Joker. Die Produktpalette steht davon. Einmalige, wunderschöne Produkte. Und wenn Sie die Fotos richtig zuordnen, dann können Sie den Korb füllen und eventuell sogar mitnehmen. Bitte, Maren Gilzer, drehen Sie mal alle einzelnen Scheiben um. Wir drehen uns auch um, damit Sie nicht sehen, Elke, was denn da nun drauf ist, damit Sie nicht so viel Zeit haben. Ja, das Startzeichen wäre schon gewesen. Das ist der Joker, da steht Halligalli drauf. Lassen Sie sich davon dann nicht irritieren. Wir haben insgesamt 9 Bilder und Sie konzentrieren sich noch ein bisschen, haben dann gleich 7 Sekunden Zeit, um sich zu merken, wo welches Produkt ist. Mal gucken, ob Sie das hinbekommen. Ich hoffe, Sie sind nicht so sehr nervös. Drehen Sie sich bitte jetzt um. 7 Sekunden Zeit, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Die letzte Sekunde dauert ein bisschen länger, damit Sie sich das noch ein bisschen einprägen können. Ist aber auch gleich vorbei. Lassen Sie sich von meinem Reden nicht irritieren. Ich meine, ich glaube, das irritiert ein bisschen, aber ich rede auch nicht so viel weiter. Also eigentlich ist die Zeit ja auch gleich vorbei. Jetzt können Sie nicht mehr gucken. Ja, drehen Sie sich bitte wieder um. Hoffentlich können Sie sich das merken. Elke, ein harter Test für Sie. Es sind schon wieder einige Tafeln zurückgedreht. Meinen Sie, Sie können das noch so ein bisschen rekapitulieren? Da war ein Fotoapparat und kein Rasierer, es war auch kein Fußball dabei, kein Auto und keine Ohrringe, kein Schmuck, kein Kleid. Und jetzt ist alles umgedreht, bitte drehen Sie sich, schauen Sie nach. Meinen Sie, Sie können ein paar einander zuordnen? Welche Zahlen soll die einmalige Maren Gilzer umdrehen? 5 und 7. Die 5 und die 7. Fotoapparat. Ehrlich? Ob das der Fotoapparat ist? Bei der 5 ja, bei der 7 auch? Na! Wir drücken Daumen fürs zweite Paar. Die Bedenkzeit ist nicht allzu lang. 3 und 4. Die 3 und die 4. Zahnbürste. Die Zahnbürste, das ist mehr der Föhn. Schade, vielleicht lassen wir das mal kurz so stehen und Sie können noch mal eine umdrehen. Vielleicht können Sie da noch was zuordnen. Ich meine, ist ja auch die Nervosität. Irgendjemand sagt 6 und meint damit die Kaffeemaschine, aber das wäre vorgesagt, das würde ich Ihnen jetzt nicht weitergeben. Nimm die 9. Die 9, ah ja. Gut, die 9 wäre die Zahnbürste, gut. Dann haben Sie jetzt freie Auswahl. Wenn Sie zum Beispiel die 8 umdrehen, dann gewinnen Sie entweder den Föhn oder die Zahnbürste. Bei der 6 wäre es wahrscheinlich die Kaffeemaschine. Wenn Sie den Joker nehmen, den Föhn. Was möchten Sie denn gern umdrehen? Ja, drehen Sie doch mal. 8. Die 8. Schauen wir mal, was die 8 ist. Das ist korrekt, das ist der Föhn. Den haben Sie hiermit schon im Korb. Ja, und was möchten Sie noch umdrehen? 1. Die 1. Wir schauen, was hinter der 1 ist. Die 1 ist die Zahnbürste, und dann haben Sie die Zahnbürste gewonnen. Wunderbar. Jetzt bleibt noch die Möglichkeit, die 2 und die 6 umzudrehen. Was würden Sie drehen? Wenn Sie die 2 umdrehen, ist es der Joker, dann würden Sie die Kaffeemaschine gewinnen. Wenn aber bei der 6 auf der Rückseite die Kaffeemaschine ist, auch. Möchten Sie das? Sicher. Gut, drehen Sie. 6. Die 6. Und es ist die Kaffeemaschine. Alles gewonnen. Greifen Sie sich den Korb, nehmen Sie sich einfach mit und schon haben Sie etwas mit an den Platz genommen. Oh, da ist eine Kette dran. Das ist aber schade. Oh, wie könnten Sie die öffnen? Gucken Sie mal nach, ob es da eine Möglichkeit gibt. Ein Schloss, fehlt da was? Den habe ich schon seit einiger Zeit links in der Hand. Da. Das ist leider ein anderes Spiel mit dem Schlüssel. Also, wenn Sie diese einmalige Produktpalette mitnehmen wollen, dann müssten Sie den Schlüssel erst wiederfinden. Wir verstecken ihn in einem Karton. Den bringt mir meine einmalige und nicht austauschbare Assistentin Maren Gilzer. Ja. Merken Sie sich einfach, wie dieser Karton aussieht. Gucken Sie, ob er besondere Eigenheiten hat. Sie haben sich eingeprägt. Maren Gilzer, darf ich Sie bitten, den Karton zu verstecken? Und das tut sie damit. Und zwar hinter jener Felswand. Dort wird gleich der Karton versteckt. Und wir gehen einen ganz kleinen Schritt zur Seite, denn diese Wand steht noch im Weg. Biggie! Wand weg, danke. Oh, wir gucken einen kleinen Schritt weiter. Denn dahinter wird jetzt gleich der Karton stehen. Können Sie noch mal ungefähr beschreiben, wie der ausgesehen hat? Nicht braun. Beige, grau. Ja, mehr so ein Grau eigentlich, so ein, wie diese ganz alte, gammelige Leberwurst ungefähr. Also, meinen Sie, Sie können ihn wiedererkennen? Meinen Sie, Sie finden ihn hinter der Wand? Ich hoffe. Gut, dann würde ich einfach sagen, Sesam, öffne dich!
Ja, ich hoffe, dass Sie den finden. Nicht so ganz einfach. Die Roten sind es definitiv nicht. Wühlen Sie in den Grauen, wühlen Sie mit Kraft, fetzen Sie alles auseinander, rennen Sie jetzt. Elke Eichenseher. Wühl. Ich helfe Ihnen, bis nicht nach hinten stoßen. Sie müssen da reingucken. So, guck, da ist er nicht drin. Wenn Sie den Schlüssel finden, Sie haben nicht viel Zeit, nur wenige Sekunden. Dann können, rot ist es definitiv nicht. Nehmen Sie die Roten auf gar keinen Fall. Diesen Roten auch nicht. Diesen Roten sowieso nicht. Ist dann irgendwo ein Roter? Den auch nicht. Wir geben Ihnen natürlich noch eine Chance. Oh mein Gott. Irgendwo muss da was sein. Es fällt schon um. Das ist ja schrecklich. Hier auf der anderen Seite vielleicht. Oh mein Gott. Es sind zu viele Kartons. Sie haben fast keine Chance. Gucken Sie mal den großen. Ah. Ja. Sagen wir es so, liebe Elke Eichenseher, Sie haben keine Chance gehabt. Denn diese Produkte waren nicht gesponsert und daher können wir Ihnen die auch nicht mitgeben. Aber wir haben das auch alles nicht zu verantworten. Können Sie sich vorstellen, wer das zu verantworten hat? Ich kann es Ihnen sagen, Ihr Mann, Josef Eichenseher. Sie sind nicht schuld dran. Kommen Sie mal runter. Josef, warum haben Sie diese Frau so vorgestellt? Das ist ja hinterhältig. Eigentlich schon fast gemein. Kommen Sie zu mir. Warum haben Sie ihr das angetan? Warum denken Sie so was Fieses gegen Sie aus? Ja, also weil ich bei meiner Frau keine Angst haben braucht, dass die Inflationsrate das Haushaltsgeld auffrisst. Ein ganz kleiner Scherz. Also Sie haben ein bisschen zu viel eingekauft. Aber ich meine, gut, soll es geben, tut uns ja auch leid. Das ist schade. Das ist die Streichrevanche bei Halligalli. Also wenn jemand meint, er muss jemand anders mal so ein bisschen vorführen, dann kann er das gerne tun. Es gibt aber eine Kleinigkeit hinterher und die passt zum Thema. Für Sie beiden zusammen ein irrer Preis, nämlich, weil es um Einkaufen geht, dieses wunderbare Einkaufsspiel. Shopping Center. Es ist elektronisch. Ja, elegant wie immer, die unvergleichliche Maren Gilzer. Dankeschön, ein Schlussapplaus für Maren Gilzer. Halten Sie bitte mal mit der linken Hand und halten Sie bitte mal mit der rechten, so wie man das immer präsentiert. Denn das hier ist ein wunderschönes Einkaufsspiel. Es spricht, es sagt zum Beispiel Schnäppchenjäger, Schnäppchenjäger aufgepasst, Sonderverkauf im Kaufhaus. Wunderschön, ich hoffe, Sie freuen sich sehr. Und denke, dass wir Sie damit beglückt haben. Und ich meine, wenn Sie dann geübt haben mit dem Spiel, dann können Sie natürlich richtig einkaufen fahren. Nämlich mit Kreuzertouristik nach London. Ein langes Wochenende. Air UK. Und dann gibt es den Einkauf in London. Da ist der Gutschein. Freuen Sie sich nach dem Film. Sie fliegen, übernachten wunderbarst, dürfen Fish and Chips essen und Pfefferminzsoße mit Lammfleisch. Und Sie dürfen besonders am Sonntagnachmittag einkaufen. Das wird Ihnen Spaß machen. Das ist überraschend, wie viele Läden dazu haben. Aber ich hoffe, es ist trotzdem was Positives für Sie. Freuen Sie sich jetzt! Danke, dass Sie da waren. Gehen Sie ruhig zurück auf den Platz. Familie Eichenseher. Und schon sind wir beim nächsten Programmpunkt angekommen, der dann nämlich heißt die Drachenbahn. Ein Konflikt, der hier ausgetragen wird von Menschen, die meinen, dass ein anderer unfair zu ihnen ist. Starbucht, Starbucht, extra große Fruchtstücke. Starbucht, frischer Joghurt, Starbucht und Saft. Starbucht. Bei der Drachenbahn. Die Konkurrenten heute, Renate Adolf. Und hört doch auf! Hört doch auf! Es ist ja, dass die Drachenbahn kommt. Und Bernhard Fetsch. Oder war das ein Sympathiebeweis für Sie, weil Sie als Radfahrerin so gelitten haben? Das kann natürlich auch sein. Das Schloss hat sich... Dieses unkontrollierte Mitdenken vom Publikum, das ist ja entsetzlich. Ehrlich. Liebe Renate, Ihr Fahrrad war plötzlich angeschlossen. Richtig. Und Sie mussten mit der Bahn fahren oder zu Fuß gehen. Wie war's? Ach, mit dem Bus, mit der Bahn, zu Teuer. Fuß. Mhm. Und er hat Ihnen noch nicht mal das Geld ersetzt. Langwierig. Sondern gefeixt. Ja, genau. Deswegen sollen Sie auf die Drachenbahn. Ob das klappt, wissen wir nicht. Wir versuchen fair zu bleiben, haben also ein Glücksrad für Sie, damit die Fragen gerecht ausgewählt werden. Und hier ist es, das Glücksrad. Die Farben Gelb
Rot und Blau sind die Schwierigkeitsgrade. Und das Schwarze davon sind Biggis Finger, die aus Versehen die Kette angefasst hat. Aber deswegen haben wir Sie dazu genommen. Schön, dass du da warst, denn hier kommt meine Assistentin Maren, die unvergleichliche Gilze. Dankeschön. Die Fragen, gelb, blau und rot, welches die schweren sind, erkennen Sie dann, wenn wir sie ziehen. Gelb, blau oder rot entscheidet Maren Gilzer, die erstmalig selbst das Glücksrad drehen darf. Und das ohne notarielle Aufsicht. Schön. Gelb. Welche gelbe darf sein? Die mittlere, bitte. Nehmen Sie die mittlere. Und die Frage lautet, wie viel Gramm wiegt das Lenkrad Ihres Wagens? Ich weiß, es ist ein 320i, die Marke verrate ich nicht. Nur 500 Gramm. Falsch! Wissen Sie es zufällig? Selbstverständlich. Wieso? 2000 Gramm. 2000 Gramm ist richtig. Das, muss man doch, das sind genau 2000 Gramm. Eigentlich hätten Sie es wissen müssen. Ja, Mensch. Egal, Sie werden Ihr Auto kennen. Bitte, Maren Gilzer, drehen Sie noch mal das Glücksrad. Gelb war die erste, gelb ist die zweite. Sie merken schon, es ist gar nicht mal so leicht. Die gelben sind die mittelschweren. Diese gelbe Frage ist, wenn Sie sich auskennen mit der Autofirma, von der Sie diesen Wagen fahren, dann werden Sie es wahrscheinlich wissen. Wir brauchen die genaue Adresse vom Importeur dieser Marke in Khartoum. Oh, hier unten irgendwo, ja. Nee, ganz weit weg, Sudan. Sudan? Mhm. Seit wann das? Ja, ja, da gibt es einen Importeur. Das sind, aha, also die Menschen, die Autos aus Süddeutschland einkaufen und dann da weiterverkaufen. Aha. Die Adresse wissen Sie nicht? Nein, leider nicht. Oh, Mensch. Haben Sie irgendeine Ahnung, eventuell? Natürlich. Ja? Versuchen Sie es mal rauszufinden, vielleicht? Das ist Youssef Mohammed El Al in Sanz im Sudan Postbox 2189 Khartoum. Genau wie es da steht, das ist korrekt. Ja, das konnte ich gleich vergleichen. Bisher haben Sie noch Glück gehabt. Sie hätten nämlich lauter gelbe Fragen. Die schweren sind die blauen. Maren Gilzer, hoffentlich wird es keine blaue Frage für Sie. Bitte drehen Sie dran. Oh, schade. Ganz knapp im blauen Bereich. Welche davon darf es denn sein? Diese in der Mitte. Das tut mir leid für Sie. Lieber Bernhard, das könnte gnadenlos daneben gehen, obwohl es geht direkt um Ihr Auto. Wie groß ist der Durchmesser des Auspuffs Ihres Wagens? Der Auspuffdurchmesser ist ca. 10 cm groß. 10 cm? Ist ein Riesending. Sagen wir mal, der durchschnittliche Ihres Wagentyps. Ich weiß nicht, wie oft Sie irgendwo gegengefahren sind. Also, daher, ich gebe Ihnen noch eine Chance, weil das circa könnte für Sie gnadenlos verheerend werden. 5 vielleicht dann, ja? Vergessen Sie es einfach. Er ist oval und hat die Maße? Oh, genau. Ich würde mal sagen, so 68 mal 52. 68 mal 52, das ist korrekt, das sind die Millimeterangaben. Damit haben Sie etwas Lichtverschläge gezogen. Drachenbahn ab! Biggi wird das Opfer auf die Bahn ziehen. Falsch, Biggi, falsch, falsch, falsch. Das ist unsere prominente und einmalige Kollegin Maren Gilzer. Und das ist das Opfer für die Bahn. Maren Gilzer, mal wieder einen Schlussapplaus. Ja, gut. Und wir gehen durch zur Treppe. Wir können uns hier durch den Busch schlagen. Der arme Mann mit aller Kleidung, ich würde sagen, das Kommando sollten Sie geben für diese Rachebahn. Los! Auch schön. Jetzt bin ich auch weiter im Weg. Bernhard, hier ist die Treppe, hier, links von Ihnen. Kann ich Ihnen helfen? Kommen Sie ran. So, da gehen Sie aber auf einen gewissen Sicherheitsabstand, dass er Sie nicht reinzieht. Ne? Sie sagen gerade, es sah eben oben aus wie Sie im Regen und Sie im Schneegestöber. Genau. Ne? Ganz genau, so fühlen Sie sich draußen dann immer. Das glaube ich, ja. Bieten Sie ihn noch mal an, Sie mitzunehmen, oder? Ja, natürlich. Ehrlich? Ja, freilich. Würden Sie auch noch ein Schloss anbinden? 2. Es braucht sogar 2, denn wir wollen Sie zu zweit wegschicken für einige Tage. Sie müssen die Tour zwar selber organisieren, aber es wird eine Fahrradtour mit einem ganz besonderen Fahrrad, nämlich ein Mountainbike-Tandem von der Firma Schauf.
Bitte freuen Sie sich jetzt! Das ist jetzt ein bisschen. Ich habe mir jetzt was in den Schuh getreten. Entschuldigung, das muss ich mal eben rausholen da. Tut mir leid, das ist jetzt ein bisschen unangenehm, aber sieht auch dreckig aus. Ist halt unangenehm, wenn da was im Schuh drin ist und. Das hat was mit unserem Halligalli-Helden zu tun. Der soll nämlich als Mensch wie eine Brausetablette in einem Glas mit Wasser aufgelöst werden. Brausetablette. Ungefähr so eine. Und dann blubbert er so fröhlich vor sich hin. Das heißt, wir suchen für den Halligalli-Helden jemanden, der sich traut, mit 2000 Tabletten in ein Wasserglas zu gehen. In ein riesengroßes natürlich. In dieses. Das ist das große Wasserglas. Da drin können Sie sich vorstellen, wird es ganz schön sprudeln, wenn ein Mensch mit 2000 Tabletten da hineingezogen wird. Gibt es jemanden, der sich diese Halligalli-Heldentat zutrauen würde? Der eine gewisse Mindestgröße hat. Also, da sind schon wieder Kinder dazwischen, die können wir doch nicht versenken. Es gibt doch immer nur ganz negatives, böses Blut. Oh, viele, viele, viele. Das finde ich ja sehr schön. Was haben wir da? Hier vorne jemand? Der ältere Herr vielleicht. Sie sind so ziemlich der mit Abstand älteste Herr, der sich bisher gemeldet hat. Würden Sie sich wirklich trauen? Oder war es jetzt ein Gag? Sie würden kommen. Dann tun Sie es einfach. Sie sind alt genug. Max Schiller. Guten Abend. Guten Abend. Ernsthaft, ich meine, ist vielleicht ein bisschen indiskret, aber wie alt sind Sie denn? 75. 75 Jahre. Und Sie trauen sich das zu? Ja. In dem Alter noch? Oh ja. Das ist nun was. Sind Sie denn besonders prädestiniert dafür, mit Brausetabletten ins Wasser zu gehen? Also, ich meine, ich will jetzt nicht nach dem Gebiss fragen, aber... Ja, ich hole mir immer beim... also, ich darf hier den Namen nicht sagen. Also so Tablette mit Vitaminen, keine das ist der Namen, einzige, den ich Ich muss Ihnen erklären, was wirklich genau passiert. Sie bekommen 2000 Brausetabletten und werden mit diesen Tabletten wirklich im Wasser versenkt. Wie lange können Sie die Luft anhalten? Im Wasser? Im Wasser. Weiß ich nicht, muss man ausprobieren, ne? Ungefähr? Sind Sie sportlich? Fragen wir so rum. Ja, ich denke schon. Und? Halbe Minute? Ja, denke schon. Sollte reichen. Sollte reichen. Gut, dann schicken wir Sie in die Garderobe mit Goliath und sehen Sie dann gleich wieder. Folgen Sie einfach dem Goliath und bis gleich. Okay. Ja? Und hier ist in der Zwischenzeit Stan George im Kopierer. Ich dachte, hier sei frei. Man gut, beim Fernsehen geht alles. Wir können eine ganz große Präsentation des Helden machen. Er ist soweit vorbereitet. Und ich werde mich erstmal vom ordnungsgemäßen Zustand des Ziehungsgerätes Stan George überzeugen. Der Buckel war erst auf der anderen Seite. Das können wir vielleicht ein bisschen rüberrücken. So, das ist wieder in Ordnung. Und alles andere ist vorbereitet. Hier ist das Wasser. Darin wird der Held versenkt. Das Ganze gesponsert von einer Firma, die jetzt hier nicht genannt wird. Das wäre dann Werbung. Wir haben uns gesagt, Halka Schmelzer, da kommt keiner drauf. Und die Hand zieht diesen Menschen dann ganz nach oben in das Glas hinein. Der Mensch ist Max Schiller. Und hier ist die spannende Musik für den Helden in Halligalli. Die lebende Brausetablette, und zwar die größte der Welt, Max Schiller. Oh, jetzt fühlt sich doch ein bisschen mulmig. Ja.
Das ist schwer, da die Schuhe. So, Sie haben Blei jetzt ein Tragegurt. Blei ist drin, sonst würden Sie nicht ganz versenkt werden. Mhm. Vor allem haben Sie jetzt so ein Tragegurt wie beim Bergsteigen an, dass wir Sie auch wirklich unter Kontrolle halten. Ja. Wichtig ist, dass Sie, wenn Sie unter Wasser sind, uns ein Zeichen geben, wenn Sie wieder hoch wollen. Also nicht einfach die Luft nicht mehr einatmen, sondern ein Zeichen, wenn es geht irgendwie. Per Luftpost oder wie? Per Luftpost. Ja. So hoch mit dem Daumen oder wirrblau werden. Ja, oder mit dem Daumen schon. Irgendwie sowas. Ja. Würden Sie die Brille aufsetzen, damit wir Sie sehen können? Nein. So, das funktioniert. Okay, das sieht sehr lustig aus. Hat so ein bisschen was von der Größe jetzt, wenn man das so drücken würde. Gut, Herr Schiller. Bitte spannen Sie sich ein bisschen an erstmal, denn Stan George zieht Sie nach oben. Bitte, Stan. Nach oben. Ja, direkt nach oben. Das letzte Geläut für Max Schiller mit 75 Jahren. Direkt über dem Wasserglas. Er wird jetzt nicht fallen gelassen wie eine Tablette normalerweise, sondern wir lassen ihn ganz, ganz langsam herunter und sind gespannt, wie das aussieht. Oh, etwas weiter nach vorn. Ja, schon fast. Schön, wie kooperativ Sie sind. Und die ersten Tabletten fangen an zu sprudeln. Holen Sie tief Luft. Können wir Sie reinlassen? Und ab. Max Schiller, die größte Brausetablette der Welt. Wir sehen hier die Hand. Noch ist sie nicht blau. Es blubbert ungeheuerlich. Es läuft sogar über. Und jetzt. Wow. Holen Sie nochmal Luft. Dann lassen Sie nochmal runter. Holen Sie nochmal Luft. Holen Sie nochmal Luft. Holen Sie nochmal Luft. Fertig? Noch nicht? Ja. Ja. So genau. Die Tabletten sind aufgelöst. Ja, lassen wir ihn herunter. Kommen Sie zu mir. Oh, 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 ja, eine Überdosis, der Mann wankt. Kommen Sie ein bisschen höher. Gut, damit haben Sie sich eindeutig etwas verdient. Und zwar mindestens ein pantomimisches Küsschen von meinem Assistententeam, angeführt von Maren Gilzer. Hier ist für Sie ein Wochenende VHS Video Camper, oder? Oh, bitte schön, ja, gut. Kleine Überraschung als Held und die Medaille. Bitte schön, die Medaille für Max Schiller. Von Maren Gilzer feierlich überreicht. Bitte schön, verbeugen Sie sich und nehmen Sie dieses Wunderwerk entgegen. Das ist unser Held, Max Schiller. Fernsehen. Also vergesst es, schaltet um oder guckt Nachrichten. Bis dann. Tschüss.